So, weiter geht's, Kinderchen. Weiter geht's. Also wurde ich von Inka gerade tatsächlich überrascht mit einem leckeren Eis. Und sowas lässt man auch nicht stehen, ne? Das geht natürlich vor, gerade wenn die gute Frau dir bereit ist, für ein etwas Leckeres zu machen. Das sagst du nicht, Sahn. Nein, das ist eine Beleidigung. Dann machst du ja, sofort. Ja, klar. Boah, war das lecker. Ich weiß, ihr seid ein bisschen neidisch jetzt auf mich. Das kann man aber auch verstehen. Bin ja tatsächlich selbst ein bisschen... Hey, ich hab doch ein Dach gebaut. Bist du behindert? Oder braucht die an sich nur selber ein Dach? Für sich selbst? Hä? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Warte mal. Crafting. Hier, was ist dein Dach? Hier, was? Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Ich mach das mal. Ich spiele das Spiel jetzt einfach mal mit. Nein! Ich kann hier... Da, guck mal, hier kann ich... Und eine Flint-Axt. Ah! Habe ich denn Flint am Start? Ja! Entschuldigung. Ja, habe ich. Und jetzt kriege ich eine Stein-Dingster-Bumsen. Upgrades kann ich haben für Stone-Axt. Kann ich noch nicht, weil ist noch nicht möglich. Hammer? Okay, cool. Also eine Flint-Axt. Die ist schärfer. Aber man findet dieses Flint auch tatsächlich nur am Wasser, ne? So, was haben wir hier noch? Skills. Zur Höhe springen. Kann ich mir Skillpunkte selber noch geben? Oder muss ich mir die irgendwie verdienen? Oder ich sehe nicht, also offensichtlich kann ich keine mir Skill... Wahrscheinlich gebe ich mir die Skillpunkte selber. Es sagt er ja dann immer bla bla bla, das und das gelernt. Wenn du gerade irgendwas gewisses gerade getan hast. Also, denke ich mal, gibt es ja automatisch weit die Skillpunkte. So, Trophäen haben wir keine. Was ist das? PvP Enable? Nein, das... Ja, danke. Boah, bist du irre. So. Okay. Gut. Was ist das? Mushroom, okay. Jetzt bauen wir uns, glaube ich, ein Bett und eine Cooking Station. Also tatsächlich, so ein bescheuertes Flint-Axe. Wollen wir... es raschelt und knaschelt. Sollen wir uns eine bauen? Die können wir tatsächlich auch nur... Der hämmert. Ich denke, jetzt klopft hier jemand an meiner Tür. Absolut geil. Entschuldigung, dieses Spiel ist sowas von geil. Es ist einfach und es ist einfach geil. So, hier, genau. Da habe ich einen wunderschönen Zaun gemacht. Lass uns nochmal... Ah! Mein Feuer ist aus. Ah! Mein Feuer ist wieder an. Alter, das brennt aber lange, das muss ich schon mal sagen, ne? Also nicht schlechter Specht und so weiter. Lass uns mal eben ein Bett bauen. Aha, da haben wir das Problem, dass wir kein Bett bauen können, weil... Und dazu... Lass uns doch mal mit der Flint-Axe mal gucken, wie wir da... zu Werke schreiten können mit dem Baum. Vielleicht geht's ja schneller. Ach, guck mal hier! Der Rabe sprach... Da sprach der Rabe nimmermehr. Mal eine Frage. Habe ich es auch schon auf Deutsch geschaltet? Ich glaube, ja, ne? Ja. Ah, okay. Dann müssen wir das Game restarten, damit es auf Deutsch ist. Damit das dann Timmy lesen kann, sprechen wir den Raben nimmermehr. Ja, in der nächsten Folge an. Aber... Wow, es gefällt mir. Da muss irgendwas rauf. Es muss da irgendwas rauf. Oben. Irgendwie muss der hin und da muss irgendwas rauf, dass wir da irgendwie... ja, was rauf haben. So, lass uns einen Baum hacken. Huch! Ja, sei doch nicht so belästigend. Boah, der rennt mir richtig hinterher.
Komm, wir quatschen ihn einmal an, damit er zufrieden ist. Komm, Rabe. Hugin, erzähl mir was. Ja. Genau. Alter, was war? Ja! Hilfe! Hilfe! Au! Wo hab ich den? Aber Döller mit zuschlagen kann ich jetzt nicht unbedingt fighten, ne? Alter, Alter, Alter. Hilfe. Den ganzen Waldeis mal eingerissen hier. Also meine Anwesenheit tut dem Wald hier keinen Gefallen hier. Eigentlich wollte ich das oben. Hier kann ich nicht. Ja, geht weg. Oh! Damage, Alter! Das genau, das meine ich. Das sind dann die Skillpunkte, die das Spiel dir dann automatisch zuteilt, denn, wenn du irgendwas Cooles gemacht hast. Das sieht nach einer fetten Falle aus hier. Die fette Baumfalle. Alter, was geht hier ab, Mann? Hier liegt noch ordentlich was zu essen rum, wa? Guck dir das mal an, Alter. Verdammt, Mann. Kann das sein, dass die Cooking Station dann auch nachher irgendwie so ein Dings braucht? So. Ah! Muss ich liegen lassen, hab genügend Holz. Okay, lass mal Gas geben, damit das nicht despawnt. Wir wollten uns jetzt ein gemütliches Bettchen bauen, ne? Das sieht doch muckelig aus, oder? So richtig hier so. Alter! Der Rabe wieder! Bist du irre, Rabe? Irgendwann kommst du auf den Grill. So, hier können wir noch eine kleine Kiste machen. Nice. So. Und jetzt hätte ich hier gerne noch eine kleine Cooking Station. Das Crafting. Was brauche ich denn dafür? Für den Block? Workbench. Bench. Muss ich hier rüber machen, ne? Richtig? Ich würde es einfach mal annehmen, irgendwie. Weil anders macht das ja keinen Sinn. Ich soll das ja rüberhalten. Nehme ich mal an, oder? So, lass mal schnell die beiden Holzdinger holen. Den es da noch irgendwie. Aber die Bambis ringen sich hier auf, weil wir den ganzen Wald umforsten hier. Sehr gut. Hier war noch genügend Erdbeeren. Die nehmen wir mal alle mit, sonst lassen wir nicht liegen. Ich meine, das ist ja Essen. Essen. So,
Das wäre jetzt so, dass ich jetzt irgendwie mir dann auch irgendwie so ein... Diese Tails da, sag mal, was kann ich damit machen mit diesen Necktails da? Kann ich mir die... Kann ich die essen? Ja, ist ja gut, dass du Titties bringst. So. Was kann ich an der Cooking Station machen? Cooking Station. Was ist jetzt... Oh! Nein! Es ist wirklich so, dass dieses Spiel einfach ist. Es ist super geil einfach. Es macht deswegen auch, glaube ich, so mega Spaß. Ich wollte noch mehr davon bauen eigentlich. Warte mal eben. War hier von außen. So. Lass uns doch mal hier. Attacke! Könnte man schaffen. Ah, wenn er die Ausdauer nicht fehlen würde dafür, ne? Der Rabe immer, der nervt, der will bestimmt mein Essen aufessen. Wenn du hier mein Essen aufessen möchtest. So, wie kann ich das jetzt. Ach! Oh, es ist schon verbrannt. Da musst du aufpassen, Tomji. Da musst du aufpassen. Das darf dich verbrennen. Okay, guck mal. So, jetzt haben wir das. Eine Cooking Station. Was können wir noch Cooles bauen? Diese... Ah! Ein Türschild! Nee, echt jetzt? Das ist ja irre. Palisadensound, Crafting. Wir brauchen dafür 10-mal Flint. Und damit können wir... Ich weiß nicht. Lass uns Flint sammeln. Zumal ich hätte, glaube ich, auch gern... Ist es möglich, dass man irgendwie denn auch Fell bearbeiten könnte? Ich meine, so Rentierfell, damit man sich selber so... Bist du doof? Apropos, lass mal diese... The Rock. That's a rock. Wahrscheinlich, ja, Kohle, ne? Das ist das Fleisch, was wir gebraten haben, das wurde dann zu Kohle, weil es verbrannt ist, ne? Ja, ist halt so. Muss man besser aufpassen. So, hier hatten wir unten am Wasser irgendwo Flint gefunden. Bin ich der Meinung. Dann lass uns mal suchen. Da. Ja, ist ja gut. Steine mitnehmen, das tut auch nicht weh. Gut, also werden wir Flint, könnten wir Flint irgendwo auch abernten? Mal so eine Frage jetzt mal. Warte mal. Wir haben jetzt diese Spitzhacke hier. Und ist das möglich? Das ist keine Spitzhacke. Warte mal, das hier? Ich kann... Was kann ich denn... Es ist eine Hake. Und ich dachte, das wäre hier wirklich so Steine abbauen. Ich dachte, das wäre eine scheiß Spitzhacke. Damit macht es nichts. Da war noch Flint. Da.
Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich finde diese Musik auch so schön ruhig irgendwie, so spannend. Hier hätte man sich auch gut eine Base bauen können, tatsächlich. Ach, guck mal hier. Zweimal. Was ist denn das aus dem Wasser schauen? Ob das jetzt... Ah! Ob das jetzt extra durchgehärtetes Holz ist? Okay, wir sind voll. Damit. So, hier haben wir noch Flint. Hier hätten wir noch Flint. Da haben wir noch Flint. Und da wäre welches. Haben wir alle dabei? Wow. Ey, 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 ey. Hör auf. Lass das sein. Kann ich da aus diesem Dämmerschlaf nicht mehr wieder raus? Wieso kann er das? Er tötet uns. Ich bin besoffen. Wieso kann er das? Warum kann er das? Wieso können wir uns da nicht gegen wehren? Frechheit. Ja, ja, du mich auch. Ich musste meinen Leichendingens da hingehen. Oh, wo hat er uns denn jetzt hingebracht? Durchlaufen. Bin ich voll kacke gerade irgendwie. Dort ist unsere Base. Diese Geräusche. Ach du Scheiße, Schweine. Wieso zeigt ihr mir das Lagerfeuer da oben an? Ein Irrlicht. Waren die da schon zu stark? Aber das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich konnte mich da nicht wehren. Oder war ich da einfach zu schwer, um mich dann zu wehren? Kann ich nicht alles einfach... Gibt es das nicht, dass ich einfach alles rüberziehen kann? Take all. The winner take it all. Aha! Deswegen konnte ich mich nicht wehren, weil ich nämlich zu schwer war. Deswegen macht er hier gerade den Affen. So, den Shit bringen wir jetzt fleißig nach Hause.
Ach so. Jetzt schmeißt wir ihn ab. Kohle. Und er ist wieder frisch. Essen wir nochmal schnell eine Erdbeere. Er ist immer noch nicht bereit zu gehen. Was? Na komm, dann hauen wir jetzt einfach mal diese Stöckchen weg und jetzt reicht es auch. Na gut, man muss alles mal erleben in diesem Spiel, ne? Ja, Gaia, mit dir sprechen wir in der nächsten Folge. Zwei Minuten, dann bin ich soweit, Inka. Jaha. Inka ist ja echt ein Mensch, ne? Also, echt. Hier ist irgendwas da, dass er mir anzeigt, dass ich Attacke machen soll. Und das springen wir. Ein Felsen. Schon geil, ne? Jetzt sitzt er wie auf unserem Bett, ne? So. Den Hammer. Wieso habe ich denn noch einen kaputten Hammer hier am Start? Weg damit. Kann ich den nicht... Den muss ich draußen für zum Hacken nehmen, ne? Nee. Warte mal. Den würde ich gerne neben die Werkbank eigentlich haben. Warte, bisschen... Ja, genau. Was? Echt jetzt? Wieso, was denn? Es fehlt immer noch Flintensteine. Ah, ja, ja. Warum? Ach, Mann. Ich dachte, ich hätte alles. Hacke. Ja, steht ja auch drauf, ne? Fehlt, Junge. Junge, das fehlt. Wenn das fehlt, dann kannst du nichts gegen machen. Ach, scheiße. Ja. Gut. Ihr Mäuse. Denn, werfen noch mal einen wunderschönen letzten Blick auf unsere Base in weiterer Ferne. Oder aus weiterer Ferne. Und, ach, der Geier, ne? Warte mal, lass uns mal diese hässlichen Federn hier reintun. Und was soll ich mit dem Blümchen? Was ist das? So, diese Dinge kann ich hier wahrscheinlich essen. Oh, 500 mal Holz am Start, Alter. Das tue ich hier auch noch mal ganz kurz rein. Wir müssen mal auch mal rausfinden, wie wir denn uns mal Klamotten herstellen können. Wäre, glaube ich, mal gar nicht mal so uncool. You feel cool. Jetzt sitzt der vor... Ich will da stehen, damit ich... Ja, geil, ja, der macht mich fertig, ne? Ja, er ist weg. Nein, jetzt sitzt er auf dem Dach. Ja, die erste Base steht weitestgehend. Na klar, tut man die sich irgendwann mal verbessern. Aber die Hütte ist fertig, soweit. Kinderchen, in der nächsten Folge geht es darum, dass wir diesen Flintsteine sammeln. Und vielleicht uns einen Palisadenzaun errichten. Und vielleicht können wir auch mal rausfinden, wie wir uns langsam mal Klamotten und Waffen herstellen. Also ihr Mäuse, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.